Scheiße. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ich wusste noch gar nicht, dass es losgeht. Hab mir jetzt das hier alles angeguckt. Was überrascht war, dass hier der Terror plötzlich losbricht. Und eine Frage, da wollen wir natürlich schnell voranschreiten. Okay, der Schuss, wir dürfen nicht raus. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Wahnsinn. Okay, also wir müssen in die Höhle und versuchen nicht zu sterben. Was natürlich alles andere als einfach ist, wenn hier die Decke halb einstürzt. Ich bleib hier einfach mal stehen und hoffe, dass jetzt hier über uns nicht gleich alles wegbricht. Ganz schön heikle Situation, muss ich schon zugeben. Und ab durch den Morast. Zur nächsten Deckung. Heftig, also da geht's wirklich böse zur Sache. Und da ist guter Rat fast schon teuer. Ach du Schande. Ach du grüne Neune. Das kann ich ja nur überhaupt nicht gut heißen. Dass da einfach mal ein Dynamitlager ist. Weiter geht's hier im Kriegsgeschehen. Nehmen wir noch die Flöte mit. Die Flöte, die Tröde. Kann ich das hier durchschneiden? Nein. Was ist hier? Kann ich nur drüber. Drup, 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 drup. Zack, hoch. Schnipp, schnapp. Haben wir etwas Holz? Werden wir sicherlich vielleicht noch brauchen können. Hierfür zum Beispiel. Zack. Und weiter geht's. Ja, wirklich interessant, dass man das Gefühl hat, ein Point-and-Click-Adventure zu spielen, obwohl es gar keins ist. Es ist mehr ein Side-Scroller mit vielen Einlagen. Erinnert doch aber stark an die guten alten Zeiten von Baphomets Fluch und ähnlichen Spielen. Hat natürlich aber... Oh, hier fehlt ein Rad. Das ist jetzt auch wieder guter Rad teuer. Denn woher ein Rad nehmen? Ja, es hat eben nicht diese typischen Einlagen, in denen man quasi kombiniere dies mit dem, sammelt das auf und diese vielen Gespräche. Das ist hier abgekürzt durch ja, diese Kurzkontakte, in denen man mehr Bilder als tatsächlich Worte um die Ohren gehauen bekommt, was mich gar nicht stört. Was auch erklärt, warum teilweise Kauderwelsch geredet wird. Es ist eigentlich gar nicht nötig, dass man was versteht. Und dementsprechend auch wieder entschuldet. Und hier müssen wir natürlich jetzt auch wieder irgendwie schauen, dass wir da oben die Bomben runterkriegen. Ah, hier ist ja Holz. Zack. Das erleichtert uns die Sache natürlich. Karwumsel. Erinnert ein bisschen an Worms. Und das sollte eigentlich reichen. Ast rein. Ich nehme mal noch eine mit. Man weiß ja nie, man weiß ja nie.
Er geht hier wieder völlig ab an seinem MG. Simultan-Shooting nennt man das dann wohl. Die Choreografie des Krieges, wenn man so möchte. Und schon sind wir hier wieder in Sicherheit, würde ich gerade sagen. Stimmt nicht ganz. Okay. Das reicht anscheinend nicht. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Ich könnte das Ding ja komplett beladen. Wenn ich denn treffen würde. Na, das sieht doch gut aus. So dachte ich mir das doch schon. Alle guten Dinge sind wahrscheinlich wie immer drei. Natürlich. Häufig in Videospielen ist die magische Zahl dort 3. Oh, scheiße. Da hätte ich weiter werfen müssen. Entschuldigung. Das wiederholen wir gleich nochmal. Jetzt reichten anscheinend auch schon 2. Merkwürdig. Aber diesmal machen wir denselben Fehler nicht nochmal. Und blockieren hier die Schussrichtung des ballernden Ballermanns. Krieg. Ab in Bunker. Gehen wir erst gucken, was unten ist. Denn meistens befindet sich immer entgegengesetzt der Richtung, in die man eigentlich laufen soll, noch irgendwie ein kleines Extra. Auch wenn wir jetzt hier ein Objekt vergessen haben. Ich glaube, die werden ja gezählt nachher. Bleiben dann erhalten. Und ich bimmel mal. Das gefällt ihm gar nicht. Okay, und da sind auch wir schon wieder am Start. Wow, es geht hier ab. Wow. Hier fliegt uns erstmal alles um die Ohren. Und uns fehlt sicherlich jetzt dieses Teil da. Wir sind ja schon viel hier hinten. Und da brauchen wir natürlich jetzt auch erstmal etwas zum Werfen, um das Rad da wieder runter zu bekommen. Wir buddeln hier mal. Oh, hätte ich da jetzt beinahe was getroffen? Ich will es gar nicht wissen. So, was haben wir denn hier? Schlüssel. Schon mal gut, die sind bestimmt für den Spind. Gibt es hier noch was zu sehen? Nein, gibt es nicht. Schlüssel werden wir natürlich dann postwendend auch benutzen. Und die Munition werden wir natürlich von hier auf sammeln müssen. Machen wir eins nach dem anderen. Jetzt erstmal das hier. Ein kleines Rad. Für hier. Jawohl. Mühle und Bäume sollen wir treffen. Dazu brauchen wir aber immer noch Munition, um überhaupt schießen zu können. Und googeln wir doch einfach mal eine Bombe. Jawohl, wird gemacht. Danke, mein Kleiner. Holen wir vorsichtshalber mal noch eine. Granaten können wir nicht genug haben. Generell sollte man im Krieg nicht zu wenig Munition und Sprengstoffe bei sich tragen. Gib mal her. Danke dir. Werde ich jetzt eh fallen lassen. Nee, doch nicht. Das ist zum Glück nur ein Trageobjekt. Und dann können wir unserem Kollegen auch gleich helfen, der da so freundlich um Hilfe gebeten hat. An da das Ding, dann bleibe ich hier am Rad stehen. Nochmal.
Okay, plötzlich ändern sich die Proportionen fast ums Doppelte. Naja, was soll's. Laden wir hier mal das gute Ding. Einmal das. Nein. Nein. Okay, man muss da zweimal dran drehen. So, erstmal drauf kommen. Bäume und Mühle. Erst auf die Mühle, hat er gesagt. Die Mühle muss getroffen werden und Bäume müssen getroffen werden. Okay. Ich guck mal, wo die Bäume sich dann hier befinden, aber noch sehe ich nichts. Okay, das ganze Spielchen nochmal von vorne. Ach, ich kann jetzt damit mehrmals schießen. Okay, gut. Es soll mir recht sein, warum ich die ganze Ladergeschichte nicht nochmal machen. Also, etwas höher zielen, Mühle. Treffe ich nicht. Mühle und dann Bäume. Naja, hier sind ja Bäume. Aber ob die das sind, die gemeint sind. Bei der Mühle etwas rechts. Und bei den Bäumen etwas höher. Ich verstehe gerade echt nur Bahnhof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was er damit mir genau sagen will. Das ist natürlich jetzt wieder ein Problem, wenn du keine Sprachausgabe hast. Treff die Mühle, treff die Bäume. Naja. Hier sind die Bäume. Aber ganz ehrlich, keine Ahnung, was er von mir will. Gezielte Schüsse ermöglichten es Freddy und seinem Regiment, die hintere Linie unbeschadet zu erreichen. Bravo, Freddy! Ja. Er meinte wahrscheinlich rechts von der Mühle und über den Bäumen. Als die Militäroberen von ihrem mutigen Einsatz erfuhren, beschloss man, die beiden Freunde für ihre Tapferkeit auszuzeichnen. Emil hatte gute Nachrichten von Anna erhalten. Karl erholte sich langsam und konnte schon wieder laufen. Unterdessen zog sich die Schlacht von Verdun in die Länge und wurde immer blutiger. Die Zahl der Toten stieg unaufhaltsam. 70.000 pro Monat. Nahezu ein Franzose und ein Deutscher pro Minute. Und das 10 Monate lang, Tag und Nacht.